Radio Brocken Wochenrückblick mit Thilo Liebs. Im Schweiße meines Angesichts habe ich gesessen und überlegt, was denn nun eigentlich das Thema gewesen ist, das uns in dieser Woche am meisten bewegt hat. Der Lärm des Ventilators, der die warme Luft in meiner kleinen Kammer von einer Ecke in die andere blies, ging mir zunehmend auf die Kette. Und erst als ich ihn ausgeschaltet hatte, fiel mir auf, es war die Hitze. Wir ertragen viel, wenn wir nicht hecheln wie ein Husky in der Sauna. Das Chaos um die Regierungsbildung in Italien, die Trennung von Boris Becker und Lilly, Donald Trump, der Briefe voller Rechtschreibfehler ausgerechnet an pensionierte Lehrerinnen verschickt und dann Strafzölle von uns verlangt. Wir beobachten lallende Menschen, die schon mittags aus der Kneipe an der Ecke taumeln, weil sie gehört haben, man soll viel trinken dieser Tage. Dann ist da immer noch die BAMF-Affäre oder der verzweifelte Kampf der EU gegen Plastikmüll. All das wäre bei 23 Grad erträglich. Bei 33 Grad versagt erst unser Deo und schließlich versagen wir selbst. Cheers. Der Wochenrückblick mit Thilo Liebs. Zum Nachhören auf radioboggen.de.